Weiter geht's. In 5 Minuten wird abgeholt mit dem Shuttle ins Studio nach Ossendorf. Ich sage euch eins. Es gibt ja viele Dinge, die man beim Tanzen beachten muss. Aber eins wollte er nicht haben, Mundgeruch. Deshalb spüle ich ungefähr am Tag, keine Ahnung, 12.000 Mal. Weil, wer kennt's, nah aneinander, Mundgeruch unangenehm, sag ich mal. So, ich flitze jetzt rein. Und dann zeige ich euch nachher mein Kostüm. Heute wird nämlich ein Contemporary getanzt. Ja, mit viel Gefühl, viel Bewegung. Ja, und bin gespannt, wie es wird. Auf jeden Fall, das Lampenfieber steigt so langsam. Aufregend, langer Tag. Ich muss los, sonst komme ich zu spät. Hier wird schon wieder philosophiert, wer heute im roten Licht steht. Ja, ich. Nein. Ali, so aber er braucht die Kick. Was hast du gerade gesagt? Ali braucht die Anna. Was hast du? Ich sage, Knossi zittert heute nicht. Wir beide zittern heute nicht. Wir zittern plus noch jemand. Ja, also, letzte Woche das wäre das Schlimmste. Ja, also wer stand dann da? Ich. Garantiert nicht. Na gut, bei der Performance von mir war es ja auch klar. Was sagst du, dein Tipp heute? Nee, das hat man da enthalte ich mich. Ich lag jede Woche bis jetzt falsch. Stimmt, du lagst jedes Mal komplett jede falsch. Jede Woche falsch. Der hat jede Woche gesagt, Ali. Nein, Okay. Hat sich am sehen, Stimmung Dank ist gut. Vielen Dank, Stimmung ist gut. Ihr habt natürlich durch mich und Ali und so noch einen Puffer. Ist, halt auch nicht, ist immer gut. Ich sage dir, du stehst im Finale, Knossi. Warte, er kümmert sich jetzt natürlich mal wieder um die Fransen da oben. Haare. Ja, Haare. Stimmt. Das macht das sensationell. Anna Banana ist hinten auch schon wieder zugange. Servus, Anna. Genau, und da hinten, Timon kümmert sich auch gerade um seine Moppets da oben drauf. Und so sieht's aus. Die machen uns alle hier hübsch. So, jetzt muss ich sie weglegen, dann erwartet schon. So, und natürlich im ersten Vlog von Mimi K kommt Holger auch mit rein. Er war jetzt 2 Wochen krank, ich habe ihn richtig vermisst. Ja. Yeah. Denn das ist der Mensch, der aus meiner Hackwurstfresse auch immer was zaubert. Wirklich. Hackwurstfresse. Ist so. Und da drüben sitzt die andere Maschine. Timon Krause. Sag mal, Alter. Alter, du hast mittlerweile mehr als ich. Junge! Nicht zu verwechseln, Kraus und Krause. Mir fehlt leider noch ein E zur Vollkommenheit. Das war sie ganz genau. Überragender Typ, ich sag's euch. So, jetzt muss ich ruhig halten, sonst werden meine Augenränder nachher noch so aussehen wie jetzt. Massimo hat jetzt eine Ansage. Achtung. So, das sind Sene Massimo, das ist übrigens Patricia. Wir lachen hier gerade. Das ist nämlich die Generalprobe. Schau mal, die Chrissy ist auch im Start. Laune ist jetzt noch gut, oder? Die Laune ist jetzt noch gut, aber dann kacken Mimi und ich uns halt. Korrekt. Ihr Lieben, so. Handys bitte weg. Was? Ich erlaube euch das, wie gesagt, bei den Matzen, bei den Pausen und so. Aber wenn die das sehen, dann gibt es hier ein Verbot. Alles klar. Und wen haben wir denn da noch? Wen sehe ich denn da? Ekat. So sieht es hier auf jeden Fall aus. Timon, mein Boy, bereitet sich jetzt vor. Jetzt ist er gerade im Modus, deshalb lasse ich dich in Ruhe. Der haut eher einen raus, da braucht ihr keine Sorgen machen. Lavinia aus Biedigheim übrigens, alte Handballerin. Und Chief Operator hat alles im Griff. Und da darf ich jetzt leider nicht hingehen. Aber da vorne ist die Paula irgendwo, das ist die Chefin der Requisite. Und die kommt aus Eislingen. Die kommt aus Eislingen, stell dir das mal vor. Die alte Kollegin meines Bruders, wie klein die Welt doch ist, oder? Hammer. Das ist echt Wahnsinn. So, jetzt gebe ich euch mal einen kleinen Einblick, wie es jetzt live aus der Sendung aussieht. Also, die haben gerade getanzt und sind richtig happy. Wirklich, da hinten, Philipp Boysen ist noch ready. Die sind noch dran, die sind noch Lampenfieber. Sally hat heute auch richtig abgeräumt. Wir sind durch und wir sind richtig stolz. Ich bin stolz auf euch. Ist wirklich so. Ich bin stolz auf euch. Haben wir richtig gefeiert. Die hat aber auch abgerissen heute. Ihr habt auch abgerissen. Wir haben gleich einen guten Tag. Geil, Leute. Und er hier ist noch richtig nervös. Aber er macht es auch super. Der wird es richtig gut machen. Knossi, Junge. Hey. Lach mal. Hey. Bisschen rotes Licht, da hat niemand geschadet. Spaß, Alter. Das war dann die
Vielleicht musst du den Topfavoriten dazu. Schau mal hier. Das ist nicht so wie du. Ihr seht, gute Stimmung, wirklich richtig coole Crew. Nice. Isabel Edvardsson und natürlich Frauke Ludwig. Genau so geht es hier dann zu nach der Show und jetzt sind hier unten noch alle, ja, es leert sich so langsam, aber Interviews werden jetzt noch gegeben. Ja, und so kriegt man Einblick zu Let's Dance. Da oben nochmal das wundervolle Logo. Irgendwie muss ich das noch ein bisschen rauskriegen und jetzt wird sie nochmal 100 zur Marsha und müssen mal Interview geben. Seht ihr? Ja? Interview. Servus, Junge. Servus. Also, wir gehen jetzt mal kurz live ein Interview. Übrigens, bei dieser Show schreiben wir Let's Dance Geschichte. Und zwar, zum ersten Mal in der Geschichte von Let's Dance gibt es einen Partnerwechsel während der Staffel. Das heißt, ich werde getrennt oder wir werden getrennt, Marsha und ich. Und jetzt direkt gehen wir ins Kostüm und da werden unsere Partner zugelost. Also, ich muss das erstmal verarbeiten, ganz ehrlich, und bin richtig gespannt, mit wem ich nächste Woche tanzen darf. Also Präferenzen habe ich keine, weil die sind alle so brutal gut im Tanzen, das ist ja wohl klar. Aber es wird, als ob es nicht schwer genug wäre, muss man sich jetzt auf einen neuen Partner einstellen. Ja, emotional wie physisch und von der Größe her, das sind alles Faktoren. Also ich muss aufhören. Jalla, jalla, miri. So, und auf die Dame hier ist Verlass. Sie ist verantwortlich für den Podcast. Ja. Unbedingt reinschalten, aber das ist unsere Tradition mittlerweile, gell? Deine, ja. Ich muss noch arbeiten, aber du darfst. Ja. Oh, der macht den mit dem Mund auf. Okay, so, zum Wohl. Erstmal Nerven beruhigen. Unser Mentalist versucht gerade aus unserer lieben Miri rauszukriegen, wer mit wem tanzt. Und ich sag's euch, der weiß es. Hast du mit Sharons zukünftigen Tanzpartner schon geschlafen? Hansi, wir haben es alles. Timo weiß alles.